Weihnachten steht vor der Tür. Richtig zumindest, die Publisher bereiten sich jetzt schon aufs große Geschäft zum Jahresende vor. Das bedeutet für uns mehr Blockbuster, als wir spielen können. Über diese 10 Games unter dem Baum würden wir uns besonders freuen. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Zum Fest hat Bethesda dieses Jahr einen besonders dicken Sack im Schlepptau. Mit The Evil Within 2, Dishonored Tod des Outsiders und diversen Skyrim-Versionen deckt der Publisher schon eine breite Palette an Geschmäckern ab. Doch die große Überraschung am Boden des Säckchens ist Wolfenstein 2 The New Colossus. Es liefert genau wie der Vorgänger wunderbar knackige und wuchtige Schießereien, dank derer es einfach rockt, mit dem Regime den Boden aufzuwischen. Wenn du zu mir sprichst. Wer wieder Bock auf tiefgehende Strategiespiele hat, ist über Weihnachten mit Total War Warhammer 2 gut bedient. Erneut schickt euch Creative Assembly in die Welt der Zwerge, Hoch- und Dunkelelfen und des Chaos. Unter anderem neu dabei sind die skurrilen Rattenmenschen, genannt die Skaven. Diese erweisen sich als hinterlistig, errichten Städte, die für die anderen nur als Ruinen erkennbar sind und damit zum Siedeln anlocken, nur um sie hinterrücks niederzumetzeln. Ansonsten gilt es wieder, diplomatische Beziehungen einzugehen und möglichst viel Land für sich zu beanspruchen. Wir freuen uns auf den erneuten Besuch im Warhammer-Universum. Alle Jahre wieder kommt Microsoft mit einem neuen Forza auf die Erde nieder, kehrt mit besserer Grafik ein in jedes Haus. Vor allem auf der Xbox One X dürfte Forza Motorsport 7 absolut fantastisch aussehen, aber dafür ist die Reihe ja generell bekannt. Zwar reicht die Physik noch nicht an die Qualität eines Assetto Corsa heran, aber viel fehlt da nicht mehr. Wer lieber ohne Schneeketten und vor allem im warmen Wohnzimmer fährt, kommt um Forza Motorsport 7 nicht herum. Während Fußballfans mit FIFA 18 die kalten Tage verbringen, dürfen sich Basketballfans auf NBA 2K18 freuen. Und dieses Jahr krempelt der Titel einiges um. Vor allem die Spielerkarriere wurde noch einmal um einige Facetten erweitert. Jetzt müsst ihr nicht mehr nur auf dem Spielfeld eine gute Figur machen, sondern seid auch in eurer Nachbarschaft unterwegs, trefft dort auf andere Spieler, stöbert im Footlocker nach neuen Sneakern, legt euch eine neue Frisur zu oder lasst euch tätowieren. Vor allem in dieser Disziplin lässt NBA 2K18 den Fußballkonkurrenten von EA Sports meilenweit hinter sich. FIFA dürfte sich gerne mal eine Scheibe abschneiden und den Karrieremodus in der Fußballsimulation auf ein neues Level bringen. Orks niederknüppeln, Festungen einnehmen und schlachtend durch Mittelerde ziehen. Das passt zwar irgendwie nicht so ganz zum Geist der Weihnacht, dürfte trotzdem für jede Menge Spaß an den Feiertagen sorgen. Sowohl das Gameplay als auch die Präsentation haben uns auf der Gamescom erneut aus den Socken gehauen. Spätestens wenn ein Balrog auf einen Naturgeist-Mutanten trifft, bleibt jedem die Spucke weg. Mittelerde, Schatten des Krieges, wird einfach gigantisch. Call of Duty kommt 2017 so zurück, wie es sich alle wünschen. Nach einigen Jahren der Abstinenz meldet sich das Weltkriegsszenario zurück und Nazi-Zombies gibt's gleich obendrauf. WW2 ist aber keine reine Renaissance alter Call of Duty-Zeiten. Mit dem War-Modus bekommt der diesjährige Shooter eine unterhaltsame Ergänzung. Nur an die altmodischen Auseinandersetzungen ganz ohne futuristischen Schnickschnack muss man sich erst wieder gewöhnen. Der Winter wird eine harte Zeit für Switch-Besitzer und zwar im positivsten Sinne. Skyrim, Mario, Fire Emblem, Lone Deports von Thirds und Xenoblade Chronicles 2. Wer soll das alles bitte spielen? Glücklicherweise wird es zu dieser Zeit ohnehin mehr Anreize geben, es sich auf der Couch bequem zu machen und in die Welt dieses Japan-Rollenspiels einzutauchen. Nintendo hält nach wie vor am Release 2017 fest. So langsam ist es aber verdächtig, dass es noch immer keinen konkreten Termin gibt. So lange ist das Jahr schließlich nicht mehr. Wir kreuzen alle Finger, dass hier nichts mehr schief geht. Hi,
Passend zum Weihnachtsgeschäft kommt im November mit Star Wars Battlefront 2 der nächste Ableger in der Sternsaga in die Händlerregale. Wer Bock hat, sich über die Feiertage in epische Schlachten zu stürzen und den Rebellen oder dem Imperium die Laser um die Ohren zu schießen, kommt um Battlefront 2 nicht herum. DICE hörte auf die Kritik der Spieler des Vorgängers, nahm etliche Anpassungen vor und liefert die von Fans so sehr vermissten Raumschlachten, die sich wuchtiger anfühlen als je zuvor. Star Wars Battlefront 2 wird ein Fest. Es ist der wichtigste Titel für die Switch im Weihnachtsgeschäft. Nicht nur mit einem fantastischen neuen Zelda werden Besitzer der Konsole im ersten Jahr belohnt, sondern auch noch mit einem frischen, vielversprechenden Jump'n'Run unseres Lieblingsitalieners. Ähnlich schon wie in Link's Abenteuer werden einige eingefahrene Formeln durchbrochen. Dass das schon Anfang des Jahres sehr gut ankam, wirft ein gutes Licht auf den bevorstehenden Release von Super Mario Odyssey. Hinter diesem Titel steckt definitiv Zugkraft für die Anschaffung der Hardware. Ob Nintendo damit die 10 Millionen prognostizierten Switch-Einheiten im ersten Geschäftsjahr an den Mann bringen kann? Wer die kalten Feiertage lieber in der virtuellen Sonne verbringen will, ist mit Assassin's Creed Origins gut bedient. Der neueste Ableger der Meuchelmörder-Reihe von Ubisoft schickt euch ins alte Ägypten zur Zeit von Kleopatra und Julius Caesar. Das Jahr Pause hat der Reihe sichtlich gut getan, das Kampfsystem wurde verfeinert und erinnert nun entfernt an Dark Souls und die Spielwelt ist vollgepackt mit interessanten Orten und Nebenaufgaben, die es im Land der Pharaonen zu entdecken gilt. Neben den beiden Städten Alexandria und Memphis könnt ihr das komplette ägyptische Umland bereisen und entdecken.